Mit einem Festakt im Nationaltheater von Sofia ist die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Bulgarien gefeiert worden. Für 6 Monate hat Bulgarien den Vorsitz. Die bulgarische Regierung kündigte an, sich innerhalb dieses Zeitraums um die Aufnahme in den Euro und in die Schengen-Zone ohne Grenzkontrollen zu bewerben. Der EU-Kommissionspräsident sagte: Ihr Platz ist in Europa und Ihr Platz ist in Schengen. Und Ihr Platz ist im Euro. Dafür werden wir arbeiten. Das ärmste EU-Land verbindet mit der Präsidentschaft vor allem große wirtschaftliche Hoffnungen. Im vergangenen Jahr zeigten sich in einer Umfrage 77% der Teilnehmer mit der EU-Mitgliedschaft zufrieden.